Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Ölstand Ihrer Vakuumärmaschine kontrollieren können. Lösen Sie zuerst die Schrauben der Rückseite. Achten Sie dabei darauf, dass diese unterschiedliche Längen haben. Sie können nun die Rückseite abnehmen und sehen dort den Motor mit Ölstandsglas. Sie können damit nun den Ölstand prüfen. Achten Sie darauf, dass dieser immer zwischen der Minimum- und Maximum-Markierung liegt.